Ich meine, letztendlich mache ich dadurch ja nur mehr Schaden, ne? Oh, ein Toro. Verletzbar durch Gift. Verletzbar aber auch durch meine Nahkampfwaffen. Vielleicht sollte ich auch noch Nahkampfwaffen, also noch mehr Nahkampfwaffen reinmachen und da auch noch Effekte drauf. Und zum Beispiel noch eine Feuer-Nahkampfwaffe und so weiter. Oh, der war schön. Aber man weiß noch nicht, ob ich das mache. Es könnte sein. Es kann auch sein, dass ich es lasse. Oh Mann, das wollte ich gar nicht, aber hier. So, da hinten ist so ein Dornenschweif. Die Dinger waren relativ gemein, glaube ich. Was ist denn ein Kotzer? Ich werde es jetzt wahrscheinlich rausfinden. Aber erstmal Rattendinger wegmachen. Oh Gott, das Wind ist der groß. Oh, aber nicht stark. Man muss nur gucken, dass er schön vor ihm bleibt. Ja, ja. Und dann ist er schnell tot. Nochmal einer. Okay, ich muss mal ganz kurz zum Kotzer gehen. Weil der mich ankotzt. Ah, war ich nicht gerade so witzig? Nee, nee. Okay, das waren jetzt ein bisschen viele Gegner auf einmal. Vielleicht sollte ich das Ganze ein bisschen vorsichtiger angehen. Oder mich doch erst auf den hier konzentrieren, weil der schneller stirbt. Ja. Na, das hier kann ich auch mal feuern. Autsch. Ich glaube, der Kotzer, der macht sogar neue Gegner. Was relativ gemein ist. Vor allem hat er jetzt ja wieder sein ganzes Leben. Weshalb ich ihn jetzt von neuem besiegen muss. Was schön wäre, ich weiß ja nicht, falls er bei der Hälfte angekommen ist. Nee, der ist nicht so einer dieser Gegner, die dann ein Schild bekommen, wo man erst die ganzen anderen Gegner killen muss. Das bedeutet, er ist gleich down. Jetzt, um genau zu sein. Heißt, jetzt muss ich nur noch den Rest hier abfertigen. Das war sehr unhöflich, mich von der Seite anzugreifen. Ich hoffe, das weißt du. Na also. Ja, ja. Ein Kampf, wo ich eigentlich sogar gestorben bin und dann war er doch einfach. Es ist natürlich ein bisschen merkwürdig, das Ganze, aber gut. So, erstmal Kekse lesen. Ich bin bei einem Videospielentwickler gefangen, bitte schickt keine Hilfe. Warum auch? Man darf das Videospiel als allererster spielen. Ich meine, wenn man irgendwo gefangen ist, zum Beispiel bei einem Videospielentwickler, ist ja nicht, dass man bei Videospielentwickeln helfen kann. Mit anderen Worten, der einzige Grund, warum man da ist, muss offensichtlich das Zocken sein. Wundert mich, dass er keine Hilfe möchte. Also wundert mich nicht, dass er keine Hilfe möchte. So rum. Aber jetzt mal gucken. Was haben wir denn hier? Eine Holzhütte, aber wohl oder übel. Ein bisschen kaputt. Da muss was eingestürzt sein. Vielleicht liegt das ja an den ganzen Dämonen, die hier so ihr Unwesen treiben. Wer weiß. So, laufen wir mal weiter. Hallo Hase, ich hab den Erfolg schon, du musst nicht sterben. Oh, nicht die Dinger schon wieder. Oh, come on. Also. So, ist da noch so ein Ding? Ja. Okay, dann gucke ich mal. Da hinten hin müssen wir. Wie wir da hinkommen, keine Ahnung. Wahrscheinlich doch dadurch.
Ach, da hoch. Oder, ah ne, hier geht's sogar runter. Okay. Was ist das denn? Oh Mann, hier sind viele Gegner. Muss ich mal dafür sorgen, dass es gleich wenige Gegner sind. So, Martin, hier ist er mal weg. Der ist ja schön geschwächt und fast tot. Korrigiere. Ist tot. Wie er ausweichen will. Wir müssen verstehen, ihr Gegner. Euer Scheitern ist unvermeidbar. Es ist nichts, worüber man sich streiten kann oder so. Ihr werdet sterben. So oder so. Ihr habt nun die Wahl, ob ihr es mir und euch selber schwer oder einfach macht. Ah, wenn du eine Meinung hast, lass dich nicht von Fakten verwirren. Oh, das trifft auf so viele Leute zu, nicht wahr, nicht wahr? Das ist vor allem heutzutage richtiger, als es wahrscheinlich jemals zuvor war. Der erste Glückskeks hier, mit dem ich 100%ig einverstanden bin, ohne Scheiß. Ja, ja, wir können es Fakten wagen, einer eigenen Meinung zu widersprechen. Schließlich wurde man doch wurde einem doch das ganze Leben lang gesagt, dass die Meinung nicht falsch sein kann und so weiter. Bla bla. Wie können es Fakten wagen, dann auf einmal daherzukommen und Recht zu haben und und mit der Meinung nicht kompatibel zu sein? Oh Mann, oh Mann. Wie ich solche Leute hasse. Ist einfach so. Kann ich nichts ändern. Mann, die Typen hier nerven aber auch heftigst, ne? Oh Gott, das sind große Dinger. Aber große Gegner bedeutet eigentlich auch nur große Ziele. Und viel Schaden, den ich raushauen kann. Das war gemein. Das Gemeine ist natürlich, dass die Gegner selbst gar nicht das Problem ist, sondern diese kleinen, bescheuerten Dynamit-Dinger hier. So. Grenze zwischen Möglichkeit und Unmöglichkeit ist nicht fest. Sie ist lediglich der letzte Ort, an dem rivalisierende Gruppen von Schamanen einen Unentschieden erkämpft haben. Okay. Ja, ja. Gerade, dass die Gegner hier halt doch noch nicht so stark sind, nicht wahr? Was ist denn da unten? Elite-Kriecher, oh Gott. Was für eine bemitleidenswerte Kreatur. Ich werde mich gleich um dich kümmern. Das hier brauche ich nur schnell. So, mein nicht ganz so Elite-Kriecher. Halt doch einfach still, du machst es dir doch nur schwerer. Ah, da bist du ja. Dann machen wir das ganz einfach, so wie es mag. Denn diese Waffen sind auch eine Personal Weapon. Obwohl, Skillpunkte, nice. Lel. Arme kleine Gegner, auch wenn sie groß sind eigentlich, aber doch klein, denn ihr Lebensbalken ist klein und wird nur noch kleiner gemacht. Was auch noch klein ist, ist die Chance auf Sieg eines Gegners. Denn er hat es zu tun mit dem Wang. Und der Wang hat Unterstützung. Mich. Diese Kombination, werden die Gegner feststellen, ist nicht so gesund für die. Ich kann es kurz beweisen, hier. Und ich kann es nochmal beweisen, hier. Schickt mir mal richtige Gegner, keine Opfer bitte, danke. Aber da mich jetzt einquetschen lassen, ist auch nicht blöd, Übermut tut selten gut und es ist schon oft böse ausgegangen für mich.
Na? So, dann machen wir den hier mal. Ja, ja. Ich glaube, den skill ich vielleicht sogar echt, den Wirbel. Ich möchte einfach wissen, wie viel Schaden er macht. Ich muss mal ganz kurz gucken, habe ich den überhaupt, habe ich den schon überhaupt geskillt? Nö, ich mache hier einfach mal ein bisschen, komm. Wenn ich sowieso weiß und es schnell geht, kann man doch einfach mal beherzt die Skillpunkte verteilen. So, ich denke mal, das war hier fürs Erste wieder alles. Das waren ja jetzt eher, ja, Lückenfüller-Gegner, die jetzt halt da sein mussten, damit ich nicht komplett ohne Widerstand einfach zurücklaufe. Na, stimmt, da musste man hier runter, genau. Ganz genau so war das. Aha. Na cool, man kann das auch schnell ausführen. So. Der da oben scheint ein bisschen zu hängen. Oh ne, jetzt ist er doch oben. Ich mag ganz kurz wegkommen. Ja, das ist cool, wenn man das einfach drückt, dann macht er es tatsächlich, auch ohne Aufladung und alles. Gar nicht mal so schlecht, da könnte man eventuell coole Kombinationen mitmachen. Muss ich mal ein bisschen mit rumspielen, denke ich. So, schauen wir mal, haben wir hier vielleicht irgendwo ein Secret? Weiß nicht, ne, hier, das sieht nicht... Das sah nur kurz da nach aus, ja, und hier werde ich höchstwahrscheinlich nur Richtung Tod fallen. Was, das ich auch vermeiden könnte, zum Beispiel, indem ich da mich nicht weiter umschaue, bevor es noch böse ausgeht. So, da haben wir noch ein Upgrade, aber das ist, denke ich mal, relativ egal. Aber cool ausschauen tut es hier gerade schon ein bisschen. So, jetzt mal schauen. Oh, also oh Gott, nicht hier überspringen. Wollte ich fast schon machen. Oh, I know exactly what it is. Those are the outer gates. This must be where they emerged into our world after the collision. And shit, look at this. You know what this is? Nope, but I have a feeling you're going to... Mezu's armor, after I knocked it off him like a little bitch. Who's Mezu? Oh, just a god whose ass I kicked. No big deal. Ooh, do I get to hear another story about how awesome you are? Oh, please, oh, please, oh, please. You know what? I'm not gonna tell you. I don't think you'd appreciate it. Aw, darn. So, hab ich mal schnell gewartet, damit ich in Ruhe kämpfen kann. Ha, so einer. Ich hab schon... Oh, Gottes Willen. So viel Erfahrung habe ich wohl doch nicht im Bekämpfen von dir, weil du hast mich voll erwischt. Aber gut, du hast ja auch Verstärkung noch, ne? Sehr schön. Ich meine, gut, jetzt wird's, jetzt ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Na, sehr schön, jetzt kann er nicht da mal mehr, mich da anziehen. Und jetzt ist er auch schon down. Wunderschön, wunderschön. Dann können wir uns hier nach oben begeben. Yes, nice, wunderschön. Dann können wir hier die Kiste aufmachen und weitergehen. Mal ganz kurz gucken. Von hier aus kann man nicht irgendwo hinspringen oder so, wegen Secrets. Ne, ne, schade. Okay. Das sieht aus wie eine Arena. Irgendwie. Also irgendwie habe ich so einen Arena-Vibe von diesem Ort und so wie, als würden da jetzt gleich viele Gegner kommen. Vielleicht wird das Ding ja lebendig. Ich will gucken, ob ich draufspringen kann, ob da vielleicht ein Secret ist, aber nö. Wahrscheinlich ja nicht. Okay, da hinten kommt man wahrscheinlich dann wieder raus. Hier muss ich wahrscheinlich lang oder so. Ich gehe einfach mal hin. Ah, hier. Guck. Arena, sag ich doch. So.